Okay. Wir haben wohl die Waschküche gefunden. Mit zwei einsamen Waschmaschinen. Wäschelüftsystem. Okay. Können wir das anschauen? Der gute alte Wäschelift. Kannst du den Wäschelift mitnehmen? Beam me up, Scotty. Okay. Das geht wohl nicht. Stopp den Zug. Auch nicht. Okay, können wir den benutzen? Beam me up, Scotty. Das funktioniert wohl nicht. Können wir denn mit dem Fußnagel vielleicht die Stange abschrauben? Findest du auch immer Fußnägel in deiner Wäsche, Harvey? Ich habe weder Fußnägel noch habe ich Wäsche. Oh, ich bin mit diesem Problem offenbar vollkommen allein. Das wage ich zu bestätigen. Ja, gut, in diesem Ausmaß eventuell ja. Das ist nicht der kürzeste Weg zur Gruppentherapie. Es ist die romantische Strecke. Okay, der Liebestunnel. Keine schlechte Idee. Ich warte einfach hier, bis die Kochwäsche vorbeikommt. Dum-di-dum-di-dum. Alles klar, ja, die Kochwäsche. Mit der Gabel vielleicht. Keine schlechte Idee. Ich warte einfach. Dum. Auch das geht nicht. Mit dem Messer, wenn wir die gleiche Keine Interaktion schlecht. haben. Ich warte. Jawohl, mit dem Topf wahrscheinlich auch. Keine schlecht. Ich warte. Okay, gut. Wie wär's denn mit der Polizeimarke? Ob es eine Freifahrt für Polizisten gibt? Okay, wahrscheinlich, vielleicht nicht. Wie wär's denn mit einem Comicheft? In diesem Bild findet Captain Unbrauchbar verschollen Doc im Wäscheschacht. Was? Verschollen Dog. Es gab doch auch noch eine Katze. Die haben Katze, Hund, vielleicht noch Meerschweinchen, Ratte, Fuchs, Bär, Pinguin, keine Ahnung. Was haben die noch alles für Haustiere im Tiefparterre Cave? Also wirklich. Mein Kugelschreiber muss weder gewaschen noch geliftet werden. Okay, gut. Dann nicht. Dann vielleicht der Poloschläger. Mein Poloschläger muss weder gewaschen noch geliftet werden. Auch der nicht. Gut, vielleicht das Stuhlbein. Es ist ein krebliger Trigger da oben. Mein Stuhlbein muss weder gewaschen noch geliftet werden. Maximal repariert. Harvey. Was hältst du davon, Harvey? Ganz nett, aber ich finde, es fehlen Loopings. Ich stell's mir einfach so vor, wenn die Wäsche einfach ganz normal den Lift entlang fährt und auf einmal kommt ein Looping. Pfui! Da hat das Wort schleudern nochmal eine ganz neue Bedeutung gekriegt. Ich glaube, wir gehen mal nach unten. Können hier jetzt Säcke anschauen. Und Waschmaschinen. Nur noch mehr uninteressante Wäschesäcke. Können wir die denn Zu mitnehmen? schwer, zu groß, zu Zu langweilig. langweilig, alles klar. Gut, wir haben übrigens, ich will nur ganz kurz anmerken, noch nicht viel Rätselhaftes gehabt. Bis jetzt sind wir immer noch in der Phase, die Anstalt zu erkunden und alles zu begutachten. Wenn wir das alles hinter uns haben, dann kommt auch der große Rätselpart auch. Und es kann durchaus sein, dass ich teilweise feststecke, weil das letzte Mal, dass ich Edna bricht aus wirklich gespielt habe, ist schon eine Zeit lang her. Und wie bei jedem guten Dedelec Adventure sind die Rätsel nicht ganz so einfach. Aber einiges weiß ich doch noch. Wir werden wohl einigermaßen gut durchkommen. Hallo? Ist da jemand drin? Können wir die benutzen? So? Das ist nur Schmutzwäsche. Okay. Gut, wie wär's denn mit einem Fußnagel? Da liegt er gut. Okay. Ah, ich hasse dieses Geräusch. Formular. Das Unterschriftsfeld ist noch weiß wie saubere Kochwäsche. Okay. Topflappen? Ich wasche meine Topflappen nicht. Wie deine Füße. Willst du dich beschweren? Hey, ich hänge immerhin fast einen Meter näher dran. Okay, wie wär's mit der Gabel? Das ist zwar Kochwäsche, aber nein. Okay, dann nicht. Wie wär's mit einem Messer? Da überall Muster reinzuschneiden, würde ja direkt in Arbeit ausarten. Dafür ist mir meine Zeit dann doch zu kostbar. Okay. Das ist zwar Kochwäsche, aber nein. Oh, okay. Auch keine Socken kochen, auskochen. Auch nicht Polizeimarke. Irgendwie uniformartig, aber nicht Polizeiuniform. Gut, wie wär's denn dann mit Captain Unbrauchbar und der Kochwäsche? In diesem Bild kommt Captain Unbrauchbar ohne Hose zum Tatort. Das wäre bestimmt nicht das erste Mal.
Ja, wir können draufkritzeln. Sehr schön. Wie wär's mit dem Poloschläger noch? Ein bisschen draufkloppen. Was ist eigentlich aus der guten alten Tradition des Teppichausklopfens geworden? Ganz genau, Edna. Ein weiteres Opfer des Millennium Bugs. Du bist der Millennium Bug. Millennium Bugs Bunny. Musste ich schmunzeln. Der war so schlecht. Da überall Muster rein. Dafür ist... Okay, gut. Harvey, sag was zur Dreckwäsche. Sieh mal, Harvey. Wäsche. Sind das lustige Faschingskostüme? Nein, es sind diese unpersönlichen Krankenhausnachthemden. Dann lass uns weitersuchen. Okay, gut. Dann suchen wir weiter. Vielleicht ist ja was in der Waschmaschine. Das sind ziemlich große Waschmaschinen. Können wir denn da eine mitnehmen? Heute ist nicht Waschtag. Okay, können wir denn da mit einer reden? Nein, ich mag mein schmutziges Vokabular. Oh, Entschuldigung, Mädner, es tut mir leid. Das war nicht meine Absicht. Wie wär's denn, wenn du eine benutzt? Heute ist nicht wahr. Immer noch nicht. Okay, wie wär's mit einem Fußnagel? Fußnägel. Für die einen sind es nur Fußnägel. Für die anderen sind es die proteinreichsten Schraubenzieher der Welt. Was war das denn? Vielleicht auch ein Formular? Ein weißes Blatt Papier. Topflappen vielleicht? Hallo Edna. Gib mir die Topflappen und ich sorge dafür, dass sie wie neu sind. Was bitte ist denn der Vorteil von neuen Topflappen? Der alte Topflappen beleidigt mich mit seiner Fleckigkeit. Sagtest du was? Ich hab nicht zugehört. What? Vielleicht die Gabel. Hey, ich bin keine Geschirrspülmaschine. Oh Mann. Ha, als wenn es da einen Unterschied gäbe. Naja, doch schon, aber... Ah, okay, vom Prinzip her eigentlich fast nicht. Fast. Das Schleuder mal abgesehen. Hey, ich... Okay, Top vielleicht. Hey. Auch nicht, gut. Wie wär's mit der Polizeimarke? Wie wär's mit der Polizeimarke? Ui, was funkelt denn da so nett? Darf ich das mal sehen? Nein. Ach bitte, gib es mir. Gib es schon her. Pfui, aus! Böse Waschmaschine! Wie wärst du mit einem Comic-Heft? Das Cape von Captain Unbrauchbar ist rot. Sein Anzug ist weiß. Pass auf, nützlich Boy! Sie dürfen nicht zusammen in die Waschmaschine! Okay, gut, jetzt wissen wir schon mal ein bisschen mehr über Captain Unbrauchbar. Ein weißer Anzug mit rotem Cape. Ist natürlich der Shit, wenn es um Superheldenverkleidungen geht. Ein Cape. Seit Die Unglaublichen wissen wir doch... Ich glaube, es war Die Unglaublichen. The Incredibles. Die Unglaublichen. Ja, ich denke schon. wissen wir, dass Capes nur von Nachteil sind. Hallo, Edna. Willst du nicht deinen Stift reinigen? Ich weiß nicht. Warum sollte ich das wollen? Er ist ein Schmierfink. Ein schmutziger, dreckiger Schmierfink. Mir gefällt dein Tonfall nicht, Waschmaschine. Mir gefällt nicht, dass die Waschmaschine überhaupt reden kann, aber okay. Hallo Edna, dein Poloschläger könnte etwas mehr Glanz vertragen. Aber das Blut meiner Feinde muss doch an der Waffe kleben bleiben. Das bringt Glück. Nicht für die Feinde. Ja, umso besser für uns. Ah, Moment, ich traue ihr gerade im Moment nicht so ganz. Safe ist safe, nicht, dass unser Stuhlbein schon wieder weg ist. Hallo Edna, ich kann dein kaputtes Stuhlbein säubern. Lass mal. Blitzi, spitzi, glitzi, blank. Funkel, spunkel, munkel. Ich sagte, lass mal. What the fuck? Harvey, könntest du der Waschmaschine vielleicht den bösen Geist austreiben? Hallo Edna, dein kleiner Freund da ist ja ganz schmutzig. Findest du? Gib ihn mir, damit ich ihn reinigen kann. Wie ein weißes Blatt Papier. Edna nicht! Es ist eine Falle!
Ja, keine Angst, habe ich werde dich da niemals reinstecken. Die ist mir ja überhaupt nicht geheuer. Waschmaschine, naiei. Poki, was hast du dir da nur wieder einfallen lassen? Ja, hier muss man einfach nochmal Alex' unglaubliche Leistung als Sprecher loben, bei dem ich halt irgendwie vor Ort halt irgendwie die gruseligen Texte mit der Waschmaschine im Studio und gesagt habe, so, ja, weiß nicht, kling doch einfach mal, weiß nicht, versuch mal irgendwas in Richtung Klaus Kinski und dann diese gruselige Waschmaschine interpretiert hat. Ist natürlich sich psychologisch sehr einfach erklärt, dass die Waschmaschine als Symbol der Sauberkeit für Edna ein absolutes Feindbild darstellt. Und auch wenn sie die Waschmaschine halt freundlich tut, in Wirklichkeit will sie halt nur Böses. Das merkt, das spürt auch Edna. Ja, das haben wir auch gespürt und deswegen geben wir Harvey auch nicht her. Gut, ansonsten haben wir hier, glaube ich, alles gesehen und angeschaut. Das heißt, wir gehen wieder mal nach oben, gehen zur Tür und haben den Gang hier hinten tatsächlich fertiggebracht. Hier waren wir schon überall drin. Wir haben so gut wie alles, so gut wie alles. Natürlich fehlt noch das Formular, das Formular-Moment. Mit diesem einen Formular können wir nochmal ganz kurz runtergehen. Zum lieben Emilio Sanchez, die Mubelfrupp. Und können mit ihm noch einmal reden, so wie es Edna tun würde. So, wir fangen ganz unten an beim lieben Almo. Und machen mal das hier. Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Selbst hier nicht, okay. Hallo? Bist du noch da unten? Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe da etwas, das du vielleicht gebrauchen kannst. Ich hoffe, es ist ein Löffel. Das soll ein Löffel sein? Eigentlich nicht. Dann habe ich dafür auch keine Verwendung. Ich brauche einen Löffel, um einen Tunnel zu graben. Und für meine Taco Flakes. Das ständige Gegrabe macht ganz schön hungrig. Okay, gut. Taco Flakes also. Gut, sonst haben wir hier unten sowieso nichts mehr. Heißt, wir gehen hier eins nach oben und benutzen das Formular mit dem Gitter. Das sollte ich lieber nicht verheizen. Okay, dann lieber nicht. Wie wär's denn mit dem Wartungskontrollen? Noch immer Überdruck. Schnell, lass uns irgendwas zerreißen. Okay, wie wär's denn mit einer Anzeige? Auch nicht. Wie wär's mit dem Ventil? Okay, hatten wir hier sonst noch irgendwas? Nö. Okay, gut. Haben wir schon hinter uns gebracht, den Raum hier. Hier drin fällt mir gerade noch ein, dass wir das Formular noch nicht mit der Notiz und der Postkarte benutzt haben. Sich mit Erinnerungen zu beschäftigen, ist auch eine Therapieform. Ja, Tempomorphen nennt sich das. Von diesem Vorschlag nehme ich einfach mal keine Notiz. Okay, gut, dann gehen wir zur Tür hinaus und gehen jetzt wieder in Ruhe nach oben. Und benutzen das Formular mit der Pinnwand. Liebend gern, aber die Pinnnadeln sind alle. Ha, okay, auch hier können wir nichts ausrichten. Das heißt, wir gehen wieder nach oben und gehen nochmal in die Küche. Ja! Auch hier können wir mit dem Formular noch ein bisschen an den Topf gehen. Ob die in der Gruppentherapie auch... Wo ist... Das kennen wir schon. Ansonsten haben wir nicht mehr zu viel. Wie wär's denn hiermit? Das gehört noch nicht in... Der Vorgang ist unerledigt. In die Ablage, sorry. War ich ein bisschen voreilig. Speiseplan. Können wir nicht... Handtücher können wir. Hier steht, man kommt nur gut abgetrocknet zur Therapie. Na dann. Gut, dass wir uns das noch einmal genauer angesehen haben. Man sollte immer alles mit allem ausprobieren. Merkt euch das, Kinder. Ja, das sehe ich ganz genauso. Jetzt haben wir uns nochmal abgetrocknet, sehr schön. Nein, das würde nur aufweichen. Okay, da könntest du in etwa recht haben. Ne? Ansonsten haben wir hier nichts mehr, definitiv nicht. Nein. Gut. Wir können allerdings das Formular noch einmal mit der Fußmatte benutzen. Ja, ich könnte es unter die Fußmatte legen. Aber wer soll es mir dann noch unterschreiben? Na, wer wohl? Die Zahnfee. Da hast du recht, aber das ist unter dem Kopfkissen, Harvey, nicht unter der Fußmatte. Schloss? Ich glaube, ein Beschwerdebrief wird mich hier nicht rausbringen. Okay, gut. Haben wir schon die Gabel mit dem... Das hier ist der richtige Platz, um eine Trickfalle zu bauen.
Deine Trickfallen gehen immer nach hinten los, Harvey. Oder muss ich dich an dein Malheur mit dem Säure- und Piranha-Becken erinnern? Ich dachte, doppelt hält besser. Okay, hatten wir das schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir sollten den Topf mit der Fußmatte kreuzen. Dann hätten wir... einen gentechnischen Supertopf? Eine fliegende Kochmatte? Einen Schritt in die falsche Richtung getan. Wow, einen ganzen Schritt. Das hatten wir noch nicht, definitiv noch nicht. Das hier ist der richtige Platz, deine... oder... Okay, das kennen wir schon. Topflappen. Die eine ist für schlammige Füße, die andere für heiße Füße. Okay, gut. Fußnagel haben wir schon drunter gelegt, definitiv. Dann haben wir, glaube ich, auch wirklich alles geschafft. Hier hinten in dem Bereich des Ganges. Das heißt, wir sind wieder zurück. Hier. Genau, ein bisschen nach vorne. Und dann haben wir es für diese Aufnahme auch wieder geschafft. Und wir schauen uns in der nächsten Aufnahme diese Tür hier hinten an. Und ebenso dann diese Tür. Und vielleicht können wir die Pflanze auch noch ein bisschen verunstalten mit Gabel und Messer. Wir werden sehen. Ich wünsche euch bis dahin auf jeden Fall einen traumhaften Tag. Macht's gut, Freunde. Bis dahin, euer Matze. Ciao.